Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im Moment ist das Wetter ja sehr schlecht. Zwar können wir hin und wieder mal rausgehen und biken gehen, aber das Wetter ist nicht so optimal. Und wie kann man sich da ganz easy zu Hause beschäftigen? Du suchst dir neue Trails raus. Und wie du das Ganze machst, erkläre ich dir im heutigen Video. Es gibt ja da ganz verschiedene Apps draußen auf dem Markt. Vielleicht kanntest du auch noch gar keine App und heute stelle ich dir die App TrailFox vor. Die App TrailFox wird von einer Community erstellt. Das heißt, jeder kann seine Strecken tracken und kann dann die Sachen aufzeichnen, ein paar Sachen dazu schreiben, Fotos dazu posten und das Ganze habe ich am Wochenende getestet. Wie das Ganze aussah, siehst du heute, aber erstmal erkläre ich dir noch ein paar Sachen zu der App. Das allererste, was du siehst, ist, du kommst rein und siehst direkt Trails. Meistens ortet dich die App und du siehst die Trails bei dir in der Umgebung. Du hast jetzt hier in der Seite, hast du ein Seitenmenü, wo du einmal die Pro-Version kaufen kannst. Ich habe jetzt nur die Basic-Version und ich komme damit eigentlich auch gut klar. Wo du eine Karte hast, Trail Reports, Event, deinen Account, die Settings und so weiter oder Discover. Auf Discover ist sehr, sehr cool, da kannst du halt die Top-Trails in deiner Umgebung dir einfach angucken und einfach so ein bisschen durchscrollen. Ist ähnlich wie ein bisschen wie so ein Newsfeed auf Instagram. Und du scrollst einfach durch, kannst dir dann die Sachen angucken und nach deinen Trails suchen. Auf der Map ist es super cool gemacht, weil du siehst direkt in deiner Umgebung, wo da die Trails sind. Und hier siehst du jetzt zum Beispiel grüne Strecken, blaue Strecken, schwarze Strecken und so weiter. Die Community bewertet natürlich anhand ihres Levels. Das heißt, vielleicht, wenn du jetzt voll der Pro bist, ist das gar nicht so wirklich schwarz für dich. Aber wir können ja mal hier auf so eine Line klicken, zoomen wir ein bisschen ran, gehen wir auf die Hammerline. So, und wenn du jetzt die Hammerline auswählst, dann kannst du hier einmal hochziehen. Ich meine leider keine Bilder, aber dann ist das von der Community bewertet. Du kannst den Anfahrt zum Trail wählen, du kannst Gefahren auswählen, du kannst Safe auswählen, um das später zu fahren und so weiter. Also ist eigentlich eine ganz coole Sache. Außerdem siehst du natürlich, wie lang die Strecke ist, wie lang der Aufstieg ist, wie lang die Abfahrt ist und wie lang die durchschnittliche Zeit. Damit du vorher ungefähr gucken kannst, okay, lohnt sich die paar Minuten Abfahrt, wenn du so und so lange Aufstieg hast. Außerdem siehst du natürlich jetzt die Region, hier siehst du Burscheid, den Activity Type, das heißt, ist für Mountainbike, Trail Run, Hike. Beliebtheit, wie oft wurde der von der Community bewertet und das ist halt auch eine ganz coole Sache. Und die Richtungsangaben, Bike-Gattung ist auch vielleicht spannend, was du für ein Bike brauchst, dafür steht jetzt All Mountain bei. Richtungsangabe primär Downhill, dann weißt du Bescheid, okay, das ist generell eher Downhill. Dann siehst du, wenn du weiter runter scrollst, kannst du Kommentare hinzufügen und hier schreibt zum Beispiel einer rein vom 31. Oktober, some trees still down. Das bedeutet, da liegen noch ein paar Bäume auf der Strecke. Das ist eigentlich ganz cool, wenn das gepflegte Einträge sind, dann kannst du immer vorher schon wissen, ob der Trail überhaupt noch existiert oder ob der vielleicht schon irgendwie weg ist. Der Nachteil bei TrailFox ist, wenn du jetzt dahin fährst, du hast halt keine sehr genaue Navigation. Selbst wenn du Anfahrt zum Trail drückst, kommt bei mir jedes Mal eine Fehlermeldung, weil der Trail nicht gefunden werden konnte. Wie ich jetzt aber die App dann genutzt habe, ist, dass ich einfach geguckt habe, okay, wo bin ich jetzt auf der Karte und bin dann halt ganz nah rangezoomt und habe sozusagen die ganze Zeit mein Handy so in der Hand gehabt beim Fahren und habe geguckt, okay, wann sind wir beim Eingang. Die meisten Trails sind natürlich nicht ausgeschildert, weil das ist jetzt von der Community einfach erschaffen. Das heißt, du musst einfach so ein bisschen die Augen offen halten und gucken, wo ist jetzt wirklich der Trail, den du da gerade suchst. Wir haben dann ganz zum Schluss den ersten richtigen Trail von TrailFox gefunden. Und das war ziemlich cool. Sehr gute Abfahrt, hat Bock gemacht. Allerdings lagen da auch noch so ein paar Bäume auf der Straße, also auf dem Trail, wo wir mal aus dem Weg räumen mussten. Aber nichtsdestotrotz ist es halt keine schlechte Variante, um einfach mal ein paar neue Trails zu finden, gucken, was ist in der Umgebung. Und es macht doch mit Sicherheit ein bisschen Bock, wenn du dann den Report drückst und dann trackt dich dein Handy mit der App und du kannst halt gucken,
boah, bin ich da jetzt in der Durchschnittsgeschwindigkeit, bin ich ein bisschen zu langsam und so weiter. Man kann sozusagen wie so kleine Wettbewerbe fahren. Es gibt eine Pro-Version, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Funktionen geben, aber ich denke, die meisten Leute von euch interessieren sich für die kostenlose Version und die wollte ich euch heute einfach mal vorstellen. Es gibt natürlich noch wie Komoot und so, solche anderen Apps, aber ich habe gemerkt, Komoot ist mehr eine App für Touren. Es gibt nicht so viele Trails und diese App hier wird wirklich halt von der Community für Trails genutzt. Nichtsdestotrotz stelle ich euch, wenn euch das interessiert, auch gerne mal Komoot vor noch und vielleicht auch mal ein Video dazu, TrailFox versus Komoot. Wo ist da der Unterschied? Welche App ist besser? Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Trailsuchen. Mach dir da einfach ein paar Savings, dass du dir ein paar Trails einfach speicherst und dann, wenn das Wetter wieder schön ist, kannst du direkt voll loslegen. Lass mir gerne ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.